Ja, kann ich. Danke, Spiel. So, ich hoffe nur, dass danach auch die Aufnahme auch so plant. Also wie geplant dann auch aufnimmt, weil es hat eine neue OBS-Version, mit der muss ich erstmal wieder eingewöhnen. Und wir fangen auf jeden Fall jetzt da wieder an, wo wir das letzte Mal verblieben sind. Wir haben bisher zwei Medaillons gefunden. Ach ja, und bevor ich es da vergesse, gut. Na gut, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Resident Evil 2 Remake. Wir sind auf jeden Fall an der Stelle verblieben, wo wir die drei Medaillons finden müssen. Wir haben bisher zwei gefunden, wo das dritte ist, wissen wir noch nicht. Letztes Mal konnten wir die anderen Flügel, also den Ostflügel, wenn wir es vom Eingang aus sehen, konnten wir noch nicht durchsuchen, weil es von der Zeit her war es ein bisschen zu eng, und das werden wir jetzt heute nachholen. Weil es war auch ein bisschen knapp, weil um 18 Uhr wollte ich ja Schluss machen. Wie lange ich heute streamen werde, das weiß ich noch nicht. Aber sagen wir so, bis 18, 19 Uhr wäre auf jeden Fall schon mal das Optimum, wenn ich das irgendwie hinkriege. Währenddessen wir hier wieder ein grünes Kraut kriegen. Diesen Pausen. Ne, das ist gar nicht der Pausenraum, das ist eher so eine Anmeldestation. Ja, das mit der OBS-Version ist wirklich ihm seine Schuld, aber jetzt ist der Delay auch deutlich kürzer als früher, also ich kann jetzt dann auch schneller reagieren. Jetzt mache ich schon den ersten Fehler, reagieren, natürlich. Erste reagieren, ja genau, reagieren meinte ich. Also könnte ich jetzt auch schneller reagieren auf den Chat, wenn ich es nicht vergesse. Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Ich glaube, daran ist eine bestimmte Schokoladenmarke schuld, die mit Nüssen versät ist. Ah, nach 2 Sekunden, das ist ja positiv. Also willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des Pharma-Riesen und Umbrella Corporation. Ja, wie habe ich das nur angestellt? Wie durch Magie. Jetzt kann ich auch selber auch die CPU-Auslastung sehen, also da werde ich das auf jeden Fall schneller merken, wenn da die CPU wieder zu sehr spinnt. Sondern auch eine pulsierende, dynamische. Kann ich jetzt irgendwann mal weiterspielen? Oder willst du noch den Chat zuspammen? Also eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation befindet sich ein von Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Turns a museum into a police station. Ja, da habe ich auch die Frage. Und da haben wir nochmal einen Safe, damit wir irgendwann mal knacken dürfen. Vorausgesetzt, wir finden mal den Code dazu. Da haben wir schon mal mindestens zwei Spinde und zwei Tresore. Und hier brauchen wir den Peak-Schlüssel nochmal. Da drüben sind nochmal Bretter. Ja, das mit dem Wartezimmer wissen wir schon. Aber ich will jetzt mal die Bretter holen, falls ich die brauche, um mit ein paar Fenster zu vernageln. Und auf jeden Fall eine Rollladentür, dessen wir eine Kurbel benötigen, um diese zu öffnen. Gut, also das mit dem Bilddruck könnte ich jetzt verstehen, dass es einfach die alte OBS-Version ist, dass das doch
bisschen mehr Probleme hat mit Bildrockler. Also zumindest gehe ich mal stark davon aus. Artikel: Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte. Die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde. Der Diamant, der eine Königin auf der Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Und das einzige Nachteil ist halt, dass ich jetzt die Aufnahmezeit nicht mehr sehe, also ich muss dann eben mit der Urarbeiten, die ich da so auf dem Schreibtisch liegen habe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben und sogar einem weißen König gewidmet worden sein. Und damit sei gegrüßt, Rüdiger. Denn du bist damit auf jeden Fall sehr gemeint. Er ist ja der König. In diesem Herbst wird der Stein versteigert, was sicher viele Liebhaber anziehen wird. Man sollte ihm jedoch Werteleser mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Eine Schlüsselkarte. Ihr wisst, was das bedeutet, wir können den Granatwerfer holen. Aber jetzt werden wir gerne mit diesem König mal sein Buch. Vorausgesetzt, ich hab's mitgenommen. Und seinen linken Statuenarm. Und ich hab das Buch nicht mitgenommen, ich bin so ein Genie. Gut, ich darf doch mal zurück und das Buch holen. Und wenn ich dann ohne Angel zurückgehe, kann ich den Granatwerfer holen. Ah, wäre nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt stellt sich auf jeden Fall noch eine andere Frage. Das Spiel einem noch mitgeteilt, wann ein Schlüssel unnötig ist. Und mit der Physio läuft es eben noch so wie geplant. Also wir sind da eben noch hart dran. Also den Arm kann ich von Tag zu Tag auch immer wie bewegen. Vielleicht so, sagen wir mal, um. Das könnte ich jetzt so als Zahn nennen, das gerade nicht so abgedroschen klingt. Oh, die Brandgranate nehme ich auf jeden Fall noch mit. Dann das Kraut kann weg. Das rote Buch müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ein ausgefallener Schlüssel. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob wir den Schlüssel nochmal brauchen. Das ist das Problem. Otto bezeichnet vielleicht dieses Häkchen, das man denn schon gebraucht hat. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es das bedeutet. Dann nehme ich nochmal ein grünes und rotes raus und mische die nochmal zusammen. Dann haben wir nochmal eine Mixtur. Wir kriegen da so viel Heil-Items hinterher. Das ist nicht mehr feierlich. Aber ich kann es einfach immer in kleinen Schritten mehr bewegen. Also wir sind da auf jeden Fall sehr hart dran. Und wo ist jetzt der Waffenschrank? Ach, da oben also. So, das ist nur verbarrikadiert. Und für dies hier habe ich auf jeden Fall auch schon mal einen Verdacht, was man da benutzen muss. Wahrscheinlich irgend so etwas, um die Kette zu zerschneiden. Bolzenschneider oder so etwas Ähnliches.
So, und jetzt wo genau? Ach, da um die Ecke. Okay, gut, dann ist die Vermutung auf jeden Fall richtig. Dann brauchen wir den Schlüssel nicht mehr. So, die Schlüsselkarte benutzen wir mal. Können wir uns schon mal ein paar Brandgranaten abholen. Und hier die GM79. Dieser Granatwerfer kann Brand- und Säuregranaten abfeuern. Mit der kann man die Munitionsart wechseln. Und Waffe wechseln damit? Ach so. Also wie in typischen Resident Evil Revelations 2 Manier einfach auf den Steuerkreuz. Oben für die Pistole und unten für den Granatwerfer. So, also falls jetzt irgendeine große Beste kommt, dann hat er jetzt ein Problem. Dann kriegt er halt eine Brandgranate ins Maul. So, die Schlüsselkarte haben wir jetzt ja auch gebraucht. Gut. Dann können wir jetzt auch wieder zurückgehen und jetzt dem lieben Rüdiger mal das Buch geben, weil sonst wird er mir böse. Bin halt nur wieder nicht sicher, wo ich entlang gehen muss. Ach da, durchs Büro. Schrei mich nicht so an! Es ist jetzt nicht an Keanu gerichtet, sondern an den Zombie, der wieder mal einen Schrei loslassen musste. So, sicherheitshalber speichere jetzt nochmal. Wenn ich eh schon keine Farbbänder verbrauchen muss, wieso nicht? Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass dann gleich irgendwas passieren wird. Wir kriegen sich den Granatwerfer nicht einfach umsonst. Und irgendwie höre ich einen Hubschrauber im Hintergrund. Aber es vielleicht der Hubschrauber ist aus dem letzten Part, der uns. Oder er abhauen will. Nein, ich will ihm das. Ach so, ich muss wahrscheinlich den Arm wegnehmen und dann die zwei kombinieren, deswegen. Linker Arm mit Buch. Und dafür kriegen wir den Zepter. Ja, wie das wohl mit Resident Evil 2 wäre. Auf jeden Fall noch chaotischer, als es jetzt schon ist. Ein kurzer Stopp mit deinem Juwel. Wofür wir das Zepter brauchen? Also auf jeden Fall haben wir schon mal das Zepter von Rüdiger. Aber wofür wir den genau brauchen, das weiß ich nicht. Also, kommt mir jetzt mal den Korridor weiter. Kunstraum sind wir auf jeden Fall fertig, weil ich habe mich jetzt auch. Und dann Zobby, ich war's nicht. Ich war nicht der Pilot. Ja, ich habe das Ding geflogen gehabt. Ich war's nicht. Ach du Scheiße, was da passiert? Hey! Claire? Leon! I'll be right there! Leon, we really gotta stop meeting like this. Are you all right? Police chopper, it just came out of nowhere. Yeah, I'm fine. I take it you don't have the key. No, I don't. It's good to see your face, though. How are you holding up? I am hanging in there. Hell of a night, huh? Yeah. You find your brother? I did, actually. He's...
just me think it can't get any worse. Yeah. Leon, you should get going. Das wird die Zombies jetzt auf jeden Fall aufgeweckt haben. Get yourself to safety. No, Leon, seriously, they're getting through the fence. Please, just go. We're gonna make it. Both of us. Hey, Marvin. Okay, haben wir ein Schneidwerkzeug. We've got zombies everywhere. Marvin? Marvin, are you there? Marvin? Marvin scheint es nicht gut zu gehen und jetzt habe ich ein Problem. Da habe ich jetzt noch 5 Munition über. Was mache ich jetzt damit? Und das Grad will ich jetzt noch wegschmeißen. Ach. Wenn ich sage, eben, man sollte eigentlich die Munition wegschmeißen, aber das ist jetzt halt leider ein Not. Ach, die werden gar nicht verbraucht. Interessant, das heißt, ich kann die Munition jederzeit holen, wenn ich nochmal welche brauche. Ich weiß nur, ich sollte auf jeden Fall weg von hier, bevor nochmal etwas passiert. So, wie sieht es jetzt genau oben aus? Nein, falsch. Ja, das ist halt das Problem. Ach, was? Nein, das muss man gar nicht. Da hier wird sogar markiert. Pistolenmunition. Das heißt, wenn ich mal Pistolenmunition Knappheit habe, kann ich auch versuchen, wieder hierher zu kommen. Aber jetzt andere Frage. Im zweiten Stock könnte ich jetzt hier nicht weiter, weil der Hubschrauber leider hier diesen Durchgang blockiert hat. Aber wir sind jetzt wieder in diesem Korridor, in dem wir mal von den Zombies angegriffen worden sind. So, Headshot. Also beim Raum der Wache komme ich auf jeden Fall nicht durch. Aber wir müssen schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ach, hier durchs Büro. Du hast mal Sendepause hier. Vielleicht mit einem anderen Fenster auch noch jemand rein. Da haben wir noch mal ein grünes Kraut. Ach du Scheiße, hat sie sehr viel. Blendgranate hat sie auch noch. Ach du Scheiße! Da wird sie fast zugemüllt. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. Mit LB bereit und RT werfen kann zum Konten LB verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Aber die Effektivität ist dadurch stark reduziert. Das Problem ist, ich kann es halt nicht mitnehmen. Ich lasse es jetzt hier nur markieren, wenn das jetzt schon markiert ist. Und da ist nochmal Pistolenmunition. Ach du meine Güte. Wie man hier zugeschmissen wird. Da ist nochmal Schießpulver. Ich glaube, ich darf dann gleich nochmal zurückkommen, sobald ich dich erledigt habe. Halleluja. So, das kann mal weg. Dann ist hier der Durchgang offen. Ja, und das müssen wir jetzt leider irgendwie mitnehmen, weil ohne das kriege ich die Rolllade nicht auf. Das heißt, irgendwas darf ich jetzt wegwerfen. Das heißt, es wird jetzt ein bisschen schmerzen, aber ich werde jetzt halt das grüne Kraut halt mal benutzen. Vielleicht bin ich noch ein bisschen verletzt gewesen, aber ich muss leider das Elektro-3 mitnehmen. Sonst ist hier nichts mehr. Also das, was hier noch alles ist. Blendgranate, Munition etc.
Okay, ich war leicht verletzt. Und hier noch ein Ventil. Und was ist das hier? Hochwertige Schießpulver in Weiß. Also ich darf definitiv nochmal zurückkehren. Das heißt, ich werde jetzt erstmal alles ablagern, was ich kann. Und dann komme ich nochmal zu... Halt die Fresse, Bitch! Oh no! Du auch! What the hell is up with you? Okay, das sind aber sehr viele. Jetzt habe ich ein Problem. Halt, jetzt lass mich durch! Und ich schieß voll daneben. Willst du mich? Alter. Und dann komme ich nochmal ins Inventar. Scheiße. Ach so. Sind mir einer? Das ist sehr schon zu spät, dass ich das noch erledigen könnte. Viel zu dem ersten Part, das ich da noch gesagt habe, das wird einfach, es wird jetzt langsam schwierig. Ja gut, ich muss den ohnehin ein bisschen Munition loswerden. So, dann setzen wir das mal dich ein. Ist der Rollab wieder offen? Kann ich jetzt mal kurz hier noch was holen? Okay, das Fenster muss ich irgendwann mal verbarrikadieren. Ein Untergriff. Da wissen wir auch schon mal, wohin wir mit dem hin müssen. Hochwertige Schießpulver, da können wir jetzt nochmal ein paar Säuregranaten herstellen. Je nachdem, was wir alles brauchen. Ach ne, es war noch das andere Fenster. Sie versuchen da immer noch durchzubrechen. Und ich hoffe, dem zuständigen Chief geht's gut. Weil der hat sich nicht mehr gemeldet. Also, sind wir schon mal erstmal in Sicherheit. Gut, dann legen wir erstmal den Zepter ab. Dich legen wir ab. Dann legen wir mal. Einfach mal zuerst mal alles ab, was wir gerade nicht brauchen, weil ich will jetzt erstmal den Raum säuben. Also sprich, wollte ich alles nehmen, was noch in dem Raum war. So, das wäre mal unter anderem... hier das normale Schießpulver. Dann wäre einmal hier das grüne Kraut. Dann wäre hier die Blendgranate. Nochmal ein bisschen Pistolenmuni. Bist du jetzt glücklich, dass du die Fenster kaputt gemacht hast? Könnte ich noch versuchen zu riskieren, noch in den einen Raum nochmal zurückzukehren? Wenn der da drin bleibt, ist gut.
Weil hier diese Munition will ich noch mitnehmen, wenn ich die schon hier habe. Und jetzt weg! So, habe ich sonst noch etwas in diesem Raum übersehen? Ne. Das heißt, blau ist also alles ist frei. Dann können wir jetzt dann langsam auch mal an die Erkundungen machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall auch das Ventil, damit können wir den Dampf mal abdrehen. Aber erstmal soll ich mal einen Plan machen, wie machen wir weiter in diesem Polizeirevier. Also als allererstes... Gut, die Blendgranate behalte ich jetzt mal. Es wäre noch schön, wenn ich auf jeden Fall noch die eine Ersatztaste finden würde, dass ich noch mal eine Göttertasche kriege. So, dann auf jeden Fall die Heilung. Mit X kann man die noch bewegen. So, den runden Griff nehme ich mir zuerst mal mit. Die Holzbrett. Das ist jetzt halt eine schwierige Sache, was... Ja, ich werde auf jeden Fall nochmal zwischenspeichern. Weil die Holzbretter, die würde ich auch gerne mitnehmen. Da habe ich wieder aber nur für eine Sache Platz, das ist das Problem. Ich bin so zugeschmissen. Weil wenn ich dann wieder an einem Fenster vorbeikomme und dann wieder ein Zombie rein will und ich habe keine Bretter, dann habe ich den Salat. Oh Gott. Aber bevor ich jetzt das wirklich noch vergesse, lieber mal zuerst zwischenspeichern. Dann schaue ich mal kurz in den Dokumenten. Was braucht es wieder, um Säuremunition herzustellen? Aha, normales Schießpulver und hochwertiges Schießpulver in Weiß. Mir ist es auf jeden Fall wichtig, wenn ich Säuregranaten herstellen könnte und... Was kann man sonst noch herstellen? Aha, zum MP-Munition, das wird momentan... ...noch nicht notwendig sein, aber früher oder später werde ich es auf jeden Fall auch nehmen brauchen. Munition für den Granatwerfer. Die Kapsel zerbricht beim Aufbau und überdrängt die Umgebung mit Säure. Haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar Säuregranaten. Dann nehmen wir auf jeden Fall die Holzbretter mit. Das Zepter lasse ich jetzt mal da, wo es ist. So, jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Also, wie wollen wir jetzt weitergehen? Nein, falsch. Also, hier oben komme ich auf jeden Fall nicht weiter. Da brauche ich auf jeden Fall eine Kurbel. Da komme ich nicht durch, weil der Hubschrauber wieder mal schön einen Crash verursacht hat und Zobby, nein, ich bin nicht daran schuld. Also bleibt nur sozusagen diese Seite hier. Also machen wir auf jeden Fall mal diese zwei Räume hier. Und dann die Büro-Westseite, das ist nur den Tresor. Da können wir uns mal um die zugeketteten Türen auf jeden Fall. Und der Officer ist auf jeden Fall weg hier. Der war mal hier. Ach, der ist noch da. Okay. I gotta hurry. Ich glaube, dem geht's auf jeden Fall nicht mehr gut. Der wird nicht lange überleben. Ja, das denke ich auch. Der liegt ja schon quasi im Sterben. Habe ich jetzt die Bretter mitgenommen? Ja, habe ich. Der liegt ja quasi schon im Sterben. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis er endgültig das Zeitliche segnet. Ich nagel jetzt das mal sicherheitshalber zu, falls da doch noch jemand reinkommen will.
solange ich kritische Headshots kriege, dann weiß ich, da sind sie definitiv tot. Ja, ich denke auch, dass wir den später noch sehen. Ja, und die Kratzspuren da, die beweisen es. Breit mal tot! Jetzt tot. Ja, er ist tot. Halleluja, ich glaube, ich kriege langsam eine Krise, dass es noch so weitergeht. Jetzt stellt euch das mal vor aus dem... Ja, dass man die Köpfe nicht eintreten kann und da draußen ist noch jemand. Meine Güte. Okay, ich glaub. What the fuck? Komm her, komm her. Oh Gott. Ah! Das beschreibt genau das, was ich jetzt gerade auch denke. Wenn ich Pech habe, darf ich dann noch jemanden erledigen. Aber der Bolzenschneider hat dann gleich nicht mehr so viele Einsätze. Den Wetter-Zepter brauche ich dann gleich auch wieder da drüben. Und wenn ich jetzt mitnehme, dann habe ich dann wieder sehr viele Gegenstände und ich kann die wieder alle. Ja gut, in den Nähe. Moment. Ach ja, das wollte ich ja. Ich wette jetzt um 10 Euro, dass ich den Zepter brauchen werde, wenn ich ihn jetzt nicht mitnehme. So, jetzt darf ich den gesamten Korridor nochmal durch. Die gesamte Anstrengung für nichts. Damit ich den Korridor nochmal ablaufen darf. Weil ich den Bolzenschneider vergessen habe. Elektronikgerät. What the hell? Okay, für was braucht man das? Lockerroom CAP. Das heißt, wir haben schon mal den ersten Code im Lockerroom.
Dunkelkammerbecken, habe ich noch etwas vergessen? Oder ist es nur das Bild? Okay, was sind die Okay, das ist der Schließfachterminal, das wissen wir schon mal. Aber andere Frage, was sind die... Da haben wir ein Kombinationsschloss und wo ist das... Ich weiß noch, dass es ein zweites gibt, aber ich weiß nicht, wo das genau ist. Es gibt zwei Kombinationsschlösser. So viel weiß ich. Oder doch nur das eine. Ich kann mich an das zweite nicht mehr erinnern, oder habe ich mir das doch nur eingebildet. Dann hoffen wir mal, dass es genau dieses Kombinationsschloss ist mit dem Buchstaben CAP, damit wir das öffnen können. Und noch eine Brenngranate. Und nochmal Bretter. Und eine Herztür. Alter, das ist ja Backtrackinghausen. Na gut, jetzt habe ich auch eine Abkürzung. Aber wofür das Elektronikgerät ist? Ich hätte jetzt eine Vermutung, aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Ach nee, geht gar nicht. Ich hätte jetzt damit gedacht, man könnte vielleicht abhören, wie die... Kombination der Tresore wäre, aber das Elektronikgerät braucht man wahrscheinlich für irgendwo anders. Und wofür habe ich jetzt gerade keinen Schimmer? Also so viel zu der Vermutung. Ja, und der Bolzenschneider hat seinen Dienst ausgedient. Gott sei Dank. So, jetzt nochmal zurück und den Rest noch holen und dann weiterschauen, wie wir sparen wollen. Also auf jeden Fall mal den Schließfach. Ich hoffe nur, ich kann mir die drei Buchstaben noch merken. So, hier nochmal die Blendgranate. Und hier die Brett. Und sonst habe ich hier alles. Ja. CAD. Ich sehe aber nur CAP. Wir können ja beides versuchen, sollte CAP nicht funktionieren. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall die Treppe hoch. Jemand hat sich gerade übergeben müssen. Ja gut, fall ab die Treppe runter, ist gut. Hab nichts dagegen. So, wo war das Schließfach? Ja, es war dies hier. Und was haben wir hier Schönes? Brandgranaten. So, dann platzieren wir das hier. Jetzt ist der Dampf auch hier abgeflossen. Hier hat auf jeden Fall jemand noch geduscht. Ja, macht nichts. Kann ja passieren. Kann ja passieren.
der ist nur tot. Und hier haben wir noch ein paar weitere Schließfächer. Wieder mit Schießpulver. Und hier ist einfach nichts. Hier haben wir einfach nichts. Hier haben wir noch eine Rüstkammer. Mal ein paar Brandgranaten. Also jetzt kriegen wir langsam die hinterhergeworfen. Kann ja mal passieren, dass wir duschen. Genau. Ach du Scheiße, das ist ein Lecker. Wir wissen ja, die Lecker, die haben auf jeden Fall kein gutes Sehvermögen. Aber ich weiß nicht, ob sie die... Ja gut, die Taschen haben. Wir dürfen auf jeden Fall nicht laut sein. So, das wäre schon mal erledigt. Haben wir auf jeden Fall das Stars-Büro, eine Batterie und hier noch ein Dokument. Internes Memo. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsmitteilung. Hitzebeständige Tresor mit 3 Zahnschloss. Vom Stars-Büro in zweites Stockwerk, also zweites Stockwerk ins Büro Westside 1F verlegt. Die Kombination lautet links 9, rechts 15, links 7. Bitte Kombination sofort nach Erhalt enden. Okay, dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Kombination für den Büro-Tresor. Können wir uns dann gleich darum diesen Tresor kümmern. Da haben wir rotes Kraut. Habe ich gerade leider ein volles Inventar wieder. Hat das die wenigstens. Ja, das mag ich also schon vorher. Da haben wir nochmal Schießpulver. Ein Erste-Hilfe-Spray. Das heißt, ich darf nochmal hier zurückkommen. Na, oh, meine Güte. Eine weitere Brandgranate. Nochmal Brandgranaten. Und ein PC. Der mit diesem Teil hier verbunden ist. Und da drüben scheint eine Maschinenpistole zu sein. Und da brauchen wir wahrscheinlich einen USB-Stick. Kontoauthentifizierung erfordert Dongle in USB-Anschluss stecken. Und wenn wir den haben, können wir auf jeden Fall die Maschinenpistole abholen. Also wenn ich dann die Maschinenpistole abhole, kann ich dann auch das rote Kraut mitnehmen und das weiße Pulver. Schießpulver. Okay, der ist nicht mehr da. Dann ist er wohl weg. Jetzt ist halt die Frage, gibt es bei der Wäschekammer vielleicht eine Truhe? Aber ich muss ja eh einmal runter zum Tresor, da kann ich eigentlich auch den Weg zurücklaufen.
immer noch wissen, wo der Zombie genau ist. Der die Treppe runtergestürzt ist. Achso, hier gibt es ja auch noch einen. Kann ich da schon mal einiges ablegen? Ich brauche. Und speichern. Und jetzt kümmern wir uns mal um den Tresor. Bevor Keanu sich noch dumm. Nein, ich wollte nicht dumm sagen. Bevor er sich noch dusselig schreibt mit L9, R15, L7. Ich hab schon verstanden. So, da haben wir den Tresor. Also links 9. Jetzt ist halt die Frage, ist das so links gemeint? Ich muss mal versuchen dann. Nein, also andersrum, also doch. Also links 9. Hä? Okay. Moment, ich spule jetzt mal kurz den Chat zurück. Vielleicht ist es da noch richtig geschrieben. Das ist vielleicht L7? Ich versuche es einfach mal. Oder? Moment, also. Ich probiere jetzt einfach mal die Kombination mal so. So, dann einfach. 5. Okay, dann ist es nicht so, dann ist es vielleicht so. Das ist einfach nur ein Try and Error. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wie zur Hölle ist die Kombination jetzt wieder? Ja, der stand so da. Keanu kann es bezeugen. Also, was ist da mit diesem Tresor los? Also, entweder verstehe ich das Rätsel nicht. Oder das Spiel will mich verarschen. Weil das ist ja das Büro im ersten. Also im Erdgeschoss. Ah, ich glaube, ich weiß es jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich so. Nein, doch nicht. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Wie zur Hölle wird das eigentlich gelöst? Wir kennen ja die Kombination, aber anscheinend funktioniert das nicht. Und ich lasse mich eigentlich gerne von einem Spiel verarschen. Das ist noch das Bittere da. Also wie lösen wir jetzt das Problem? Ich gehe jetzt nochmal oben schauen und schaue jetzt nochmal die Kombination nochmal an. ...15, 14 zu 9. Oder so.
einfach da nochmal trennen und nichts bestätigen, oder wie? Oder doch mit Bestätigung? Dann zu 7. Okay, also jetzt will mich das Spiel wirklich endgültig. Willst du vielleicht noch mal in den auf Discord in. Ja, weil ich es halt falsch drehe, weil ich halt nicht von. Problem, ich meine, ich drehe nach links und dann geht er nach rechts. Ja, dann geht er halt immer wieder so, das ist das Problem. Ah, jetzt. Und wir haben eine Gürteltasche. Entschuldigung, ich muss mich kurz. Die Tresore sind halt nicht mehr in meinem Jahrgang. Die sind wahrscheinlich alles vor meiner Geburt entstanden. Sorry. Okay, jetzt. Hauptsache, wir haben den Tresor geknackt, eine weitere Gürteltasche und zwei weitere Slots. Punkt. So, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gelöst. Dann können wir jetzt wieder zurückkommen ins Büro und dann noch ein paar Sachen holen. Und Keanu hatte die ganze Zeit recht. Ich hab's nur wieder falsch gemacht. Ich bin halt nicht mehr in dem alten Jahrgang. An dem die Tresore noch üblich waren. Das ist alles digitalisiert. Da gibst du einfach nur den Code ein und du machst nicht rechts irgendwas und links irgendwas und rechts irgendwas. Oh Gott. So, hier das Rote. Granatwerfer mal für Notfälle. Und hier das hochwertige Schießpulver in Weiß. Da könnte ich nochmal ein paar Säuregranaten herstellen, wenn ich will. Hier das Heilungsspray. Und sonst ist hier nichts mehr in diesem Büro, außer der Rüstkammer mit einer MQ11x20. Ich hoffe nur mal sicher, dass ich da jetzt noch ein Dokument übersehe. Ja, okay, dann ist das alles. Dann können wir ja weitermachen mit der Geschichte. Und immer noch aufpassen auf den Lecker, der ist wahrscheinlich irgendwo noch in diesem Korridor. Bin nicht da. Der hat auf jeden Fall schon mal einen Verdacht. Okay, ich hab genug von dir.
da noch auf Nummer sicher zu gehen, damit du auch wirklich tot bist. Ich hätte dich am Leben gelassen, wenn du nicht zu aufdringlich gewesen wärst. Das können halt Granatwerfer, die können halt overkillen. So, dann werden wir jetzt erstmal diesen Riegel da drüben mal beseitigen, den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Und dann ab in die Wäschekammer. Okay. Hat sich erledigt, da braucht man wieder einen Schlüssel. So, dann sieht das jetzt folgendermaßen aus. Das heißt, wir brauchen den Code-Dings irgendwo. Ach so. Da war das letzte Kombinationsschloss. Und ich glaube, ich weiß, wofür wir diesen Elektron-Dingens brauchen. Ich glaube, damit können wir wahrscheinlich das C4 zünden. Und dem Ritter dann den Stab überreichen. So, wieder die Pistole nehmen, weil Granatwerfer sind dann eher nur für die Leckers bestimmt. Oder eher gesagt für die starken Kreaturen. Oder wenn es so viele Zombies sind. Oh, das legen wir mal ab. Gut, das können wir wieder kombinieren. Das auch wieder ab. Du kommst mal hier hoch. Okay, die Standard 9 Volt Batterie, wo man die nochmal braucht, da habe ich noch keine Ahnung. Also keine Ahnung. Aber sonst kommt mir gerade nichts mehr in den Sinn, was ich noch machen könnte. Außer mal mit dem Elektronikteil versuchen, das C4 zu zünden. Und den Code für das zweite Kombinationsschloss wissen wir noch nicht aus. Wir versuchen 1000 Versuche mal. Aber da wird mir mit dem Stream nicht fertig werden. Und das wird dann auch wieder ein Gecheat. So. Lieber nochmal zur Sicherheit den Granatwerfer vorpacken. Wer weiß, ob da noch ein paar weitere Leckers sind. So, dann wird es Zeit, dass wir das jetzt sprengen. Okay, jetzt müssen wir das doch irgendwie aktivieren. Oder es fällt eine Batterie. Oh nein. Darf ich nochmal zurück? Dann brauchen wir wahrscheinlich die 9 Volt Batterie noch für den Zünder. Also heute hat das Spiel nämlich auf... Ala, ich verarsch bald den lieben Chaos Sonic, indem ich wieder ihn hin und her jage. Gut, dann holen wir noch mal die Batterie und dann versuchen wir mal, ob wir es damit verknüpfen können. Wenn wir auch den Timer setzen können. Ich muss noch mal einen weiter runter.
jetzt funktioniert der Zünder. Können wir jetzt dann endlich das Hindernis wegsprengen? Was aber wahrscheinlich auch dazu Folge hat, dass dann die gesamte Polizeistation aufgeschreckt wird und wir dann wieder eine gesamte Armee bekämpfen dürfen. Wenn das alles dann noch Leckeres werden, dann herzlichen Glühstrumpf. Ja, aber Keanu fasst das auch noch grob zusammen. Egal, es macht einfach auf jeden Fall richtig Boom. So, 10 Sekunden. Ja, es wurde auf jeden Fall eine Kreatur aufgeschreckt. Frage ist nur wo. Ah, hier kriegen wir das letzte Medaillon. Ach, das ist nur ein normaler Zombie. So, wo haben wir das? Okay. Frau Bogenschlange. Schon Blut verschmiert das Ganze. So, und das Mädchenmedaillon gehört jetzt uns. Damit wäre auf jeden Fall schon mal der Ausgang offen. Ich hau ab. Okay, geht nicht. So. Natürlich, dass da wieder etwas im Weg steht. Aber es hat wenigstens den Necker getötet. Aber es schließt mich jetzt halt immer noch nicht, ob man dann immer noch zurückkehren kann. Weil es fehlen halt eindeutig noch einige Gegenstände. Wir haben die Polizeistation auf jeden Fall noch nicht komplett gesäubert. Und es fehlen auf jeden Fall auch noch zwei Schlüsselarten. Also muss ich mal davon ausgehen, dass man vielleicht nochmal hier einmal zurückkehren muss, weil da noch irgendetwas auf uns wartet. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich noch übersehen haben könnte.
Okay, der scheint noch am Leben zu sein. Kurz noch pausieren, weil ich muss bei einer Seite noch mal die Vorhänge ziehen, weil die Sonne scheint mir wieder zu stark von der Seite ins Gesicht. Ah. So, das wäre jetzt auch erledigt. Ist immer nervig, man ist die Sonne mal sehr lange nicht gewohnt und dann auf einmal kommt sie und dann hasst man sie einmal wieder. So. Und die haben auf jeden Fall noch einige Räume, die wir immer noch zu untersuchen hätten. Wobei, diesen Durchgang hier habe ich noch gar nicht untersucht. Weil da scheint irgendwo noch so ein Durchgang zu sein. Also auf jeden Fall ist da auf jeden Fall ein Loch in der Mauer. Habe ich noch Platz im Infi? Ja, easy. Ah, hier sind nochmal Bretter, die habe ich wohl übersehen. Ein paar Pistolenmuni. Da muss ich wohl einfach übersehen haben. Sonst wäre das auf jeden Fall alles gewesen. Wir schauen jetzt dort, wo der Hubschrauber noch abgestürzt ist, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Und wenn ich da nichts mehr finde, dann werden wir mal den Durchgang öffnen. In der Hoffnung, dass ich noch mal zurückkehren kann, weil ich wüsste jetzt nicht, wo die anderen zwei Schlüssel sind. Wahrscheinlich irgendwo in diesem Polizeirevier. Vielleicht irgendwo noch so ein Dokument. Auf jeden Fall nicht durch. Und sonst sehe ich wirklich nichts mehr. Also ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, dass man vielleicht noch irgendwann noch mal zurück müsste. Aber da fehlt noch einiges. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich da noch weiterkommen sollte, weil bei der Raum der Wache kommst du auf jeden Fall nicht weiter. Oder gibt es vielleicht sogar noch einen Keller? Das könnte vielleicht auch noch der Fall sein, dass es vielleicht über den Keller noch durchgeht. Also wir belassen es einfach so, also sollte noch etwas gegeben haben, was man noch hätte machen können, dann tut es mir leid. Irgendwann muss ich auch mal die Story vorangehen und ich habe auch nicht deutlich gesagt, dass es ein 100% Run wird, weil das ist halt leider nicht möglich. Also man investiert sehr viel Zeit da rein. Dann öffnen wir jetzt auf jeden Fall mal den Zugang. Einen Weg rausfinden. Looks like it leads underground. Good. We can get out of this hellhole. Hey Marvin, guess what? I think I found a way out.
Marvin, come on. Let's get you out of here. Let's go. Are you okay? No. I... Just go. Save yourself. Come on. It's bad. We gotta get you to hospital. Please, now. Claire. We both know how this is going to end. Get out of the city. I can't just leave you here. Claire, please, go. Do this for me. Okay. Hey, Marvin. Thank you. Und wir haben noch eine weitere Errungenschaft. Sieht man wahrscheinlich im Stream nicht. Ich sag's euch einfach, den Weg zur Göttin haben wir jetzt als Errungenschaft. Okay, sieht man doch nicht. Kurzer Stopp mit einem Juwel, und da braucht man auf jeden Fall etwas, um das zu drehen. Aber was mich jetzt interessiert... Ein rotes Juwel. Okay, das dürfen wir dann irgendwo einsetzen. Die Frage ist halt nur, wo darf man das denn einsetzen? Da habe ich bis jetzt noch keinen Anhaltspunkt. Vielleicht hätte man das vorne noch irgendwo im Polizeirevier platzieren können, aber dann wüsste ich jetzt nicht wo. Wie kann man hier noch irgendwas platzieren, um den Raum drehen zu können? Aber hauen wir jetzt erstmal ab. Runter in die Kanalisation. Der einzige Fluchtweg, der uns noch bleibt. Und eine Karte vom Gebiet wäre jetzt auch nicht schlecht, weil es wird langsam wieder weitläuft, das ganze Gebiet. Da oben ist auf jeden Fall etwas, aber ich gehe jetzt noch mal kurz da in den Wiesenraum, nur zu schauen, ob da noch unten noch etwas versteckt ist, weil das scheint mir der vorige Weg. Das scheint mir auf jeden Fall ein weitergehender Weg zu sein. Eine Handgranate. Zu verwenden im Inventarausrüsten tötet der Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Also wir kriegen auch normale Handgranaten. Kann zum Konten LP verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde, aber ihr Effektiv ist dadurch stark reduziert. Okay, was haben wir hier? Also hier muss irgendwas definitiv eingesetzt werden. Das scheint nach Maschinenpistolenmunition zu sein. Okay, da kommen wir nicht weiter. Also irgendwas um die Spezialwaffenkasten.
Ding, dass wir den Spezialwaffenkasten zu öffnen brauchen wir. Jetzt wollen wir erstmal den ominösen Person verfolgen, die oben lang gelaufen ist. Anscheinend gibt es also doch noch Überlebende. Man hört auch den Wind. Das ist ganz zügig hier. I promise. Do you need help? Here, you can take my hand. I'm sorry, I can't understand you. You need help. Why? He's right behind you. What? Oh Gott. Oh Gott. Noch ein mutierter Freak. Und das Auge sieht auf jeden Fall sehr stark danach aus, als darf man das anschießen. Und der Person Resident Evil-Fans werden ihn kennen. Die anderen lasse ich jetzt mal das noch im Raum. Vorausgesetzt, er wird einmal sein blödes Auge zeigen. Ich stecke gerade in der Sackgasse fest. Ich habe fast keine Möglichkeit zum Ausweichen. Und ich habe natürlich keine Heilung. Willst du mich verarschen? Aber ich finde irgendwo noch ein grünes Kraut, sonst habe ich nicht ein Problem. Ach Gott sei Dank. Komm nur her. Oh.
War eigentlich schon weg. Okay, das war noch gerade knapp. Hab ich nur gerade den extra, was ich nutzen kann, um mich zu wehren. Unser Netz. Ich habe schon mal eine Möglichkeit gefunden, wie ich dann schon mal kämpfen kann. Das kann ich auf jeden Fall gut nutzen. Ich muss nur abwarten, bis er zugeschlagen hat. Dann kann ich ihn kontern. Komm! Ich glaube, ich habe ihn. Aber das war sowas von eng. Sure? Yeah, I promise. Everything's fine. I just need you to lower that ladder for me. Will you help me find my mom? Your mom is down here? I think so. I hope so. Yeah, of course. I'll help you. So, auf jeden Fall haarscharf. Dann, ob da unten noch irgendwas ist. Und das ist halt dem, was das Blindspielen auch noch ausmacht. Man ist dann immer angespannt die ganze Zeit und muss damit rechnen, dass man jederzeit auf einmal sterben könnte, weil man halt nicht weiß, wie man mit den Gegnern umzugehen hat, vor allem wenn es um Bosse geht. Und mein Daumen tut mir weh, weil von dem Ganzen runterdrücken, weil ich damit nur sprinten könnte. Okay. Wo so ungefähr? Eine Turbine kommt ich zurück. Ah, da wo die Pflanze war. Noch wüsste, wo die war, genau. Ich nur wüsste, wo die nochmal war, die Pflanze.
das nur die Leiter? Ach hier. Ach, hier ist noch eine Handgranate. Okay. Das ist wahrscheinlich die Handgranate, die du gemeint hast. Ja, das war's, die Handgranate. So, und ich glaube, ich habe jetzt auch hier unten alles, da kann ich ja jetzt hoch. Kommen gleich, ich will noch kurz die Spinde prüfen. Okay, da ist sonst nichts mehr. Ich hoffe nur, ich finde noch irgendwo eine Truhe, in der ich mich mal kurz zeigen könnte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt gerade ein grünes verwenden. Na gut, also wenn es dann hart auf hart kommt, ich muss mich dann heilen, dann heile ich mich trotzdem, dann heile ich mich dann auf jeden Fall. Big pharmaceutical company? My mom's always at work. Oh. I don't get to see her much. Well, hopefully you'll get to see her again soon. Ah, da drüben ist eine Truhe. So, where's your dad? He, worked with my mom, but he's gone. Ja, Sherry, du kannst dann gleich weiterheben. Wow. Mich noch kurz heilen. My parents are gone. It's just me and my brother. Oh, I'm sorry. Don't be. It means we've got something in common, and that's a good thing, right? Nochmal eine Gürteltasche. Und wieder zwei weitere Slots. Wenn ich mir jetzt das so ansehe, dann könnte es auf jeden Fall noch... Also ich schätze mal drei weitere Gürteltaschen geben. Das ist mal meine Schätzung, dass es noch drei weitere Gürteltaschen gibt. Sonst hat mir hier nichts mehr. Dann kann ich mir das nochmal speichern, damit der Bosskampf auf jeden Fall gespeichert bleibt. Und dann weiter. Text. Wir wissen ja, wo noch eines ist, aber fehlt uns noch eine Taste. Und ich weiß nicht, ob ich nochmal ins Polizeirevier zurückkommen kann. Also wenn ich Pech habe, habe ich jetzt eine verspielt. Mindestens. Wenn ich Glück habe, komme ich nochmal zurück. Komm an. Und das ist auf jeden Fall der Ausgang. It's closed. Ach komm dann gleich, Sherry. Nein, ich will nicht da runter. Ich will nur schauen, ob hier noch irgendwas in der Tiefgarage ist. Okay, das scheint... nicht der Fall zu sein, bis jetzt. Okay, das führt uns irgendwo weiter. Da ist noch eine Tür. Also man kann zurückkommen, braucht dann aber Items, um einen versteckten Weg in der Kanalisation zu nutzen. Also man kann auf jeden Fall zurückkommen.
Das ist schon mal gut. Muss ich halt nur dann herausfinden, was man dann alles bräuchte. Also laut dem Internet. Da bin ich auf jeden Fall schon mal beruhigt. Also werde mir dann nochmal, also ich werde auf jeden Fall versuchen, nochmal zum Polizeirevier zurückzukehren. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um diese Tür. Die anscheinend eine Parkkarte braucht. Damn it. Need a keycard. Come help. And you're sure this is the way? This is how my mom took me last time. Sherry? I've been looking everywhere for you, Sherry. Brave little girl to leave your house in the middle of this mess. On the ground, hands behind your head. You can't be serious. On the ground, now. Ach du Scheiße, der ist auf jeden Fall nicht freundlich. Tie your hands. Why are you doing this? Shut up. Tie her. Okay then. You tie her up now or she dies. What's this all about? Child endangerment for starters. Sherry, come here. What are you gonna do to her? None of your fucking business. You hurt her, I swear to God, my brother is Starson. I will fuck. Sherry, get over here. What's your name? What's your fucking name? Claire! Sherry, you come with me now. Or say goodbye to Claire. Okay, okay, I'll go. You better be taking me to my mom. Absolutely. Don't listen to him, he's full of shit. Stop hurting her, please! Don't tell me how to do my job. Stop! Let me go! Let me go! Obviously, nobody taught you manners. We'll fix that. Oh, yes, we will. Let me go! Let me go! I'll get you, you fucker! Ja, das ist wirklich ein A-Loch. Stay safe, Sherry. Okay. Und wir brauchen die Garageschlüsselkarte. Claire ist auf jeden Fall gerade richtig wutentbrannt. Also wir brauchen auf jeden Fall schon mal die Parkkarte, weil sonst können wir diesen A-Loch nicht verfolgen. Okay, da können wir jetzt einiges verfolgen und da ist sogar auch noch eine Tür. Okay, das wird jetzt sehr verwirrend hier wieder. Weil hier sehr viele Türen sind. Jetzt wäre es mir schön, wenn ich die Karte finden würde. Must be where that guy came from. Raccoon Monthly Juni Ausgabe. Aufgepasst, Helden von Raccoon City. Wer ist der zwar gefürchteste, aber auch respekteste Mann der Stadt? Die Antwort sollte jeder Bürger unseres schönen Städtchens kennen. Genau, Polizeichef Brian Irons, der Mann, der die Verbrecher überall das Fürcht lehrt und uns sündigen Bürgern ein strenger Vater ist. Chief Irons ist bekannt für seinen Einsatz für das Waisenhaus und missbrauchte Frauen den Schutz von Kunstwerken und dem Tierschutz. Und das ist noch nicht alles. Du, wann schläft unser Held? Auf Nachfrage antwortete Chief Evans mit dem sanften Lächeln, die Stadt ist wie eine große Familie. Ich tue für sie nur, was ich auch für meine Familie tun würde. Okay, noch korrupter geht's nicht. Der Polizeichef hat das. Karte der Polizeistation B1.
Okay, dann bis gleich. Okay, dann ist das auf jeden Fall jetzt das Untergeschoss. Und von hier aus kommt man wahrscheinlich noch mal in den Polizeirevier rein. Expressiv zum Chefbüro und befugten ist der Zutritt verboten. Naja. Sie braucht mir nochmal diesen Schlüssel. Ding und das wahrscheinlich damit könnte ich dann eben die Tür öffnen. Also vorerst können wir uns hier mal nicht weiter. Und diese Tür hier hat keine Verbindung. Na gut, die ist auch noch versiegelt. So, und zeitlich haben wir jetzt aktuell 17:41. Also, jetzt ist halt die Frage, machen wir auf jeden Fall, also bis mindestens 18 Uhr machen wir auf jeden Fall. Und dann irgendwann zwischen 18 und 19 Uhr dann Schluss machen. Dann muss ich dann halt schauen, wo kann ich dann am besten speichern. Also wir haben jetzt noch 19 Minuten, dann ist die 18 Uhr Grenze. Und dann sehen wir weiter. Und ich gehe jetzt zuerst mal zum Schießstand. Da wird sich auf jeden Fall mindestens Munition haben. Oder auch Waffen. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgendes Objekt Schlüssel für Einsatzwagen 7439 Details. Verborgener unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastdruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Okay. Eine Dose. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich öffnen und da sind Brandgranaten. Untersuchen wir das mal. Da haben wir ein abgenutzter Schlüssel mit 7439. Und um den geht es. Der Zündschlüssel eines Autos, die Spitze ist verbogen. So, und irgendwas haben wir jetzt dann freigeschaltet. Das heißt, irgendwo ist dann das Auto, mit dem wir dann den Türen und den Kofferraum öffnen können. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Hallo Jungs und Mädels, hier ist euer Freund aus dem Raccoon City Zoo. Schön euch zu sehen. Heute möchte ich über etwas reden, das mir sehr am Herzen liegt. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren, oder? Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich so traurig. Liebe kleine Kinder, würden doch nicht so gemein sein, oder? Das ist natürlich total mega gefährlich. Also lasst das bitte schön bleiben. Wir sehen uns im Zoo. Mr. Raccoon, over. Und noch eine Tür. Ball. Da werden wir dann gleich auch noch das Auto finden. Gut, dass mir Keanu erzählt hat, dass man noch zum Polizeirevier kommt. Ja gut, technisch gesehen könnte man das fast auch als Spoiler ansehen, aber ist doch nicht bedingt. Waschbärbekämpfung. Errungenschaft. Ob es da noch weitere von diesen Dingen gibt? Ja gut, aber alle zu finden, das werde ich 100% nicht machen. Das könnt ihr vergessen.
Vielleicht mal privat, aber nicht während dem Livestream. So, hier können wir auf jeden Fall mal aktuell nichts tun. Okay, da ist noch eine Tür versiegelt. Hier ist eine Verbarrikadierung. Einen Schacht, den sie nicht durchklettern kann. Aber kümmern wir uns mal um den Schlüssel. Schauen wir, ob der hier funktioniert. Ja, da! Der Streifenwagen. Was haben wir denn hier schön? Eine JMP HP3 Pistole. Eine 9mm Pistole mit 13 Schuss. Und Keanu kommt gerade zum richtigen Zeitpunkt zurück. Wir haben jedenfalls eine neue Pistole gefunden. Also eine 9mm Pistole mit 13 Schuss. Die erste Pistole mit zweireihigem Magazin. Ihre Feuerkraft galt damals als bahnbrechend. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine bessere Pistole als die, die wir vorhin hatten. Sogar mit Laservisier zum besseren Zielen. Nice! Ja, so, da brauchen wir jetzt den abgenutzten Schlüssel auch nicht mehr. Dann können wir jetzt die Tiefgarage noch ein bisschen weiter erforschen. Und die Pistole werde ich auf jeden Fall verwenden. Die andere kann dann gerne weg. Ich kann sie noch gerne leer schießen, aber dann nicht mehr nachladen. Aber so wie man Munition hinterher kriegt, braucht man das ja nicht unbedingt zu tun. Ich könnte es machen, aber ich müsste nicht unbedingt. Sie sind auf jeden Fall Zombies. Und mit kriegen wir auch hier schon blaues Kraut. Das müssen sie wahrscheinlich auch mit Gegnern in Kauf nehmen, die einen vergiften können. Nur für den Fall, dass der sich dazu entscheidet, mich angreifen zu wollen. Ich habe nur das Gefühl, das Schleichen funktioniert in diesem Spiel einfach nicht. Gar nichts dafür. Können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Hakensymbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar auf wegwerfen werden. Wieso erzählst du mir das erst jetzt, Spiel? Hm? So, tschüss. Alter Spiel. So,
ich muss mal kurz zurück und mich nochmal heilen. Also es hätte mich die ganze Zeit schon sagen können, du kannst diese Gegenstände wegwerfen, aber nee, es wartet lieber, bis ich mal da an dieser Stelle bin. Ah. Erstmal da wieder runter. Dann mal speichern, bevor irgendwie, wie das sagt, das Spiel, ich sei gestorben und dann ist der Spielfortschritt weg. Ich weiß, wie das Speichersystem hier ist. Mixen wir einfach mal zwei Grüne, das sollte reichen. Diesen Heilungspress verwende ich dann auch nur, wenn es nicht anders geht. So, kombinieren. Eine mittlere Menge Gesundheit, damit sollte ich wenigstens schon mal überleben für eine Zeit. Und ich denke, ich stelle mir auf jeden Fall noch ein paar Säuregranaten her, weil ich könnte die wahrscheinlich besser gebrauchen. So, dann nehme ich die alle mit dem Haken auch noch mit, damit ich die ja auch wegwerfen kann. Damit ich die ja nicht mehr hab. Tschüss. Tschüss. Bitte mich nicht irritieren. Sonst noch etwas mit einem Haken versehen? Nope. Wird das erledigt. So, die Pistole kann weg. Du kannst mal da hin. Ach, ich will, wollte ich ja noch wegwerfen. Und ich drücke schon wieder die falsche Taste. So, jetzt sieht es besser aus. Kann ich vielleicht noch die... Schnellzugriff. Ich will die oben haben. So, und jetzt speichern wir das Ganze nochmal. Habe ich sonst noch ein bisschen weißer Schießpulver? Ja, hätte ich sogar nochmal. Aber ich denke, 5 Säuregranaten, das reicht mal für den Anfang. Seit ich habe mit 17,53. Also bis jetzt habe ich noch die Möglichkeit jederzeit zu speichern, also kann ich ja noch ein bisschen weitermachen. Muss halt dann immer wieder zurücklaufen. Und jetzt wird in dem Raum sind nochmal ein paar Lickers. Und wenn ja, dann kriegt er jetzt halt eine Säuregranate. Ne, da ist nichts mehr. Auch nicht. Okay, wir halt mal in die Leichenhalle. Ist nicht gerade klug, in einer Zombie-Apokalypse in die Leichenhalle zu gehen. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen. Männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung. Vom Personal, tot im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaut er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seinen klinischen Diagnosen entspricht.
Da ist nichts. Okay, hier haben wir ein rotes Kraut. Können wir dann gleich mit dem letzten verbliebenen Grün mit? Weg mit dem Teil. Und dann gleich mit dem verbliebenen Grün mixen, wollte ich noch gerade sagen. Den auf jeden Fall wieder lieber rein, bevor der noch aufsteht. Das geht nicht auf. Sofort zu, der lebt noch. Geht nicht auf. Da war auf jeden Fall mal eine drin. Nein, der wollte ich noch nicht. Der hat noch etwas. Ah, da haben wir den Karo-Schlüssel. Das ist doch Karo, oder? Ah! Oh Gott! Wird langsam. Wenigstens ist es so dumm, wie er aussieht. Und stur zum Sterben. Halt, also langsam wird das ein bisschen zu bunt. Auf jeden Fall haben wir den wichtigen Schlüssel. Gibt es sonst noch irgendwas? Ja, da muss ich auf jeden Fall auch noch rein. Irgendwie. Damit ich da mal diese verschlossene Tür aufmachen kann. Und ich glaube, dass dieser Raum, also dieser Durchgang wahrscheinlich wieder in das Polizeirevier zurückführt. Da bin ich jetzt mir mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, dass es genau dieser Korridor zurückführt. Dazu braucht man auch wieder eine Kurbel, um zurückkehren zu können. Und mal wieder eine Heilung. Jetzt habe ich gerade wieder Angst. So, für den Fall der Fälle, dass da noch eine Kreatur auf uns wartet. Runter! Tot? Sonst noch einer, der mich bei Scared Jump erschrecken will.
Auf jeden Fall jetzt zuerst mal wieder heilen. Und mal darauf achten, dass ich dann nicht mehr zu viel Munition verschieße. Langsam wird es mal wieder mal Zeit, dass ich vielleicht mal aufspare. Oder halt mal Pistolenmuni herstellen. Aber man merkt, sobald die Lecker im Spiel sind, wird das Spiel auch langsam schwieriger. Ja gut, ich habe noch so viel normale Schießpuffer, da kann ich auch zur Not auch wieder Pistolenmuni herstellen. Also wenn es darauf ausharrt, dass ich fast keine Pistolenmuni mehr habe. So, jetzt nehme ich noch ein Heilungsspray mit. Die Säuregranaten wirken jetzt auch nicht gerade sehr überzeugend. Ja, lassen wir das mal so vorerst, wie es ist. Und nochmal speichern. Da ist ja nichts mehr. Irgendwas bei der Untergrundtreppe mit einer verschlossenen Tür, nämlich keine Ahnung, wie man da kommt. Also wie das Spiel ab so ein kleines bisschen Hänger hat, habe ich irgendwie das Gefühl, es sind gerade wieder Gegner irgendwo. Also, jetzt haben wir auf jeden Fall den Schlüssel. Können wir einmal hier benutzen und einmal hier. Gehen wir zuerst mal zum Schießstand. In der Hoffnung, dort noch ein bisschen Munition zu finden. Noch ein paar Zombies mehr. Aber die können dort bleiben, wo sie sind. Okay, da haben wir nochmal ein rotes. Ein Film. Okay, das müssen wir auf jeden Fall wieder in den Dinge ins Raum bringen, um ihn entwickeln zu lassen. Und wenn ich das richtig spinnt in 3F, dann hält das auf jeden Fall den Zugangscode für den Spind im dritten oder im zweiten Stock, wenn man das jetzt im Deutschen übersetzt. Also können wir dort den Code herausfinden. Also müssen wir dann ohnehin einmal wieder zurück. Sonst ist hier glaube ich nichts mehr. Also leider doch nichts mit Munition. Dann können wir hier abhauen, da sind wir fertig. Gehen wir nochmal zur Aufzugstür. Ganz wenig, also. Zombie, Klappe zu. So, ich bin 1-2 rechts. Da ist doch mal ein blaues Kraut. Und nochmal ein Spind. Schulterschaft GM79. Speziell zu für den GM79, das den Rückstoß mindert und die Geschossflugbahn stabilisiert.
Da haben wir wieder etwas für den Granatwerfer. Damit haben wir jetzt ein bisschen bessere Genauigkeit, aber dafür braucht es halt leider zwei Slots. Also ist es weder positiv noch negativ, also da muss ich dann gleich nochmal zurück. Das aktiviert den Fahrstuhl, ich wollte schon sagen Fahrzug, das wäre ein bisschen falsch. Also nochmal einmal kurz zurück, weil ich da wieder etwas lagern muss. Halt mit den Nerv töten, das Gesamte. Immer das Hin- und Hergelatsche. So wie bei Fallout 76. Man hat dann das Gefühl, ja, mehr Inventar oder mehr Kapazität im Lager. Yay, jetzt kann man wieder mehr mitnehmen und dann lagern. Und dann am Ende merkst du dann, es reicht dann doch wieder nicht. Ist genau wie dasselbe Prinzip auch hier. Weil man denkt wieder, yay, man hat wieder viel Platz und dann siehst du wieder selber, ach scheiße, du hast wieder kaum Platz. Dann hat man wieder den gleichen Käse. Das hat leider die traurige Gewissheit, dann freut man sich zuerst mal über mehr Lagerplatz und dann am Ende kommt bitte Realität und sagt, nee, das hast du nicht. Aber es würde mich jetzt mal interessieren, wie viel Pistolenmunition kriege ich aus zweimal Schießpulver raus? Damit ich weiß, ob sich das für mich lohnt. Ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber ich will es nur mal sehen. Aha, 14 Schuss, das ist gar nicht mal schlecht. Naja, okay, dann. Danke, dass du auf jeden Fall dabei warst. Ich mache es selber auch wahrscheinlich nicht mehr so lange. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und dir auch noch viel Spaß. Ciao! Ich drücke immer wieder falsch, das ist so belastend. Belastend, wenn man immer wieder falsch drückt. Sind wir jetzt auf jeden Fall mal kurz für uns allein gestellt. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich mache. Zeitlich habe ich jetzt gerade 18.08 Uhr und ich weiß jetzt nicht, was nach dem Aufzug kommt. Aber ich würde denken, also wenn ich dann die nächste Schreibmaschine finde, also eine der neueren, dann werde ich definitiv auch selber Schluss machen. Dann wird es dann nächste Woche dann wahrscheinlich auch am selben Tag wieder weitergehen. Ich habe die Termine für nächste Woche auch wieder am selben Tag platzieren lassen. Das mache ich jetzt eigentlich generell so, also immer Montag und Donnerstag. Und für SAO-Aufnahmen kann ich dann halt leider immer erst am Freitag machen und dann frage ich auch immer Keanu, ob er mal Bock hat zuzuschauen. Beziehungsweise als Gast dabei zu sein. Da ich ihn auch brauchen kann, da auch einigen Sachen in SAO auch noch eine gute Hilfe ist. Okay, wo sind wir? Ach, wir sind wieder hier. Jetzt sind wir sozusagen auf der anderen Seite. Also wir sind wieder zurück im Polizeirevier. Da gibt es auf jeden Fall wieder einiges zu holen. Da war das auf jeden Fall der Aufzug. Dann wissen wir schon mal, wo Chief Irons herkam. So, dann nehmen wir noch das grüne Kraut hier mit. Hier ein Geheimgang. Dann ist das sein Büro. E-Mails an Chief Irons. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Beitrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie, falls nötig. B. B.
Okay. Da finden wir doch mal eine weitere interessante Notiz. Also ein und dann noch eine weitere. Polizeichef Ernst. Ich habe Ärger mit der Umbrella Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird schon bald vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, da wird schon alles glatt gehen. WB. Polizeichef Ernst. Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf alle Verdächtigen schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von Chi und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischenfunkt. WB. Polizeichef Ernst. Erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Wenn das Finanzielle betrifft, was das Finanzielle betrifft, Entschuldigung. So kann ich alles bezahlen, was ich... Also wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. WP. Also irgendein gewisser WP hat auf jeden Fall Irons komplett unter Kontrolle. Ja, und das passt irgendwie auch schon dazu. Ich habe gesagt, nächste Schreibmaschine. Da wird der Schlussstrich gezogen und hier ironischerweise beim Polizeichef Iron sein Büro. Okay, das ist die Herztür. Über diese Tür komme ich dann raus und hier ist noch MP-Munition mal 50. MP-Patron von Typ 0, also Punkt 380 ACP, auch bekannt als 9mm kurz, ziemlich durchschlagskräftig und vor allem in Europa beliebt. Heißt also, wir werden dann noch früher oder später dann auch die Maschinenpistole aus dem Büro abholen können von den Stars-Member. Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch, Männchen, circa 6 Jahre alt. Fangort Arklay Berge, Länge 1,85 Meter, Gewicht 160 Kilogramm. Es war gut geworden, aber ich bin diese meckrigen Viecher langsam leid. Vielleicht sollte ich mal mit anspruchsvollen Tieren zuwenden. Sibirische Tiger, Männchen, ca. 4 Jahre alt, Fangort, Region Chabarovsk. Das ist irgendwo in Russland, nehme ich mal an. Länge 2,89 Meter, Gewicht 239,9 Kilogramm. Bin fast gekommen, als ich ihm den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seinen dampfenden Eingeweiden herausrollten. Ich rieche immer noch nach Raubtier, das ist das wahre Leben. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Fangort, Raccoon City. Länge 1,60 Meter, Gewicht 49,8 Kilogramm. Der Körper dieses Exemplars ist weich, schön, komplett weiß und er gehört mir für immer. Was ist das für ein krankes Schwein, dieser Irons? Der hat auf jeden Fall klar recht. Ein kranker, psychopathischer Schwein, würde ich sogar sagen. Der ist noch kranker als ich. Na gut. Aber es wird doch langsam Zeit, dass wir jetzt auch den Schlussstrich ziehen. So, das können wir nochmal kombinieren. Die MP-Munition, die legen wir vorerst noch ab. Wir haben noch keine MP. Säuregranaten behalte ich jetzt noch. Den Film braucht man dann auf jeden Fall dann nochmal im Entwicklungsraum, damit wir den wieder machen können. Dass wir dann eben den Spindcode noch herausfinden. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar Türen, mit denen wir diesen Schlüssel öffnen können. Also das kann ich jetzt eigentlich auch wieder ablegen. Pistolenmunition habe ich auch noch irgendwie noch ein bisschen genug. Aber ich muss langsam mal aufpassen, nicht gerade alles in den nächsten Gegner reinzuwerfen. Also heißt, ich muss auch langsam wieder da nachdenken, ist es sinnvoll, die Gegner zu eliminieren. Aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wäre es anders. Da müsste ich tausendmal überlegen, ist es wert? Ist es wert, Munition an den Gegner zu verschwenden, wenn du vielleicht nur einen Durchgang nur selten benutzt.
Das wäre zum Beispiel auch in anderen Spielen, da musst du halt eben überlegen, was ist dann wichtig, willst du die unbedingt dort weghaben oder nicht. Und die Fensterbarrikaden wären ja auch nicht schlecht. Aber ich muss mir auf jeden Fall mal überlegen, wie ich dann weiterverfahre. Vor allem, dass ich dann vielleicht vermehrt auch mal die Gegner ausweiche wieder. Also vor allem Gegner, die mir nicht im Weg stehen. Also die, die mir im Weg stehen, die auf jeden Fall dann eher eliminieren. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Dann kann ich jetzt auch beenden. Wir haben jetzt gerade aktuell, jetzt muss ich nochmal schauen, 18.16 Uhr. Ich könnte eigentlich noch weitermachen, aber bei mir ist jetzt langsam auch bei mir auch schon an der Zeit, dass ich langsam auch den Schlussstrich wirklich ziehen werde. Dann bedanke ich nochmal bei allen, die dabei waren. Vor allem nochmal herzlich an Keanu, dass er auch noch wieder mit dabei war. Nächste Woche wird es dann wieder weitergehen. Das wäre so, also 18.13 Uhr haben wir den letzten Speicher. Ja, das wird vom Polizeistation Chefbüro den Garagenschlüssel gerade bekommen. Dann stimmt das. Ich speichere jetzt nochmal sicher jetzt. Alter ab. Dann wird es dann nächste Woche weitergehen. Dann muss ich jetzt nochmal schauen, wann wäre das. Das wäre dann am 26. März 2019. Da geht es dann weiter mit Resident Evil 2 im Remake. Mal sehen, was dann weitergeht. Und noch jetzt eine kleine Vorabinformation, denn an dieser Woche, am 23. März 2019, finden noch europaweit noch die Demonstration gegen Artikel 13 statt. Da wäre ich auf jeden Fall auch noch mit davon verbunden, wenn ihr diese auch noch besuchen könnt und lautstark den Politikern mal eure Meinung geben könnt, dass Artikel 13 der größte Bullshit der gesamten Welt ist. Aber seht das jetzt nicht dazu, dass ihr damit als Gelegenheit machen könntet, von den Lieblings-YouTuber ein Autogramm zu kriegen. Die haben auch selber auch schon bestätigt, die werden da kein Autogramm vergeben. Denn das ist nebensächliche Sache. Denn die Hauptsache ist es, dass Artikel 13 nicht durchkommen darf. Weil sonst ist unsere Zukunft durch Politiker wie zum Beispiel Axel Voss gefährdet. Aber bevor ich noch weiter in das Thema vertiefe, mache ich jetzt lieber auf jeden Fall Schluss. Also danke fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Part. Ciao!